Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forza Horizon 4. Ja, so viel dazu. Ne? Ich habe diese Mission probiert, aber die sind sau schwer. Und für mich einfach noch nicht machbar. Die eine habe ich zufällig geschafft. Ja. Willkommen zurück, Sparky. Ja, kann man halt ganz gut. So. Ich bin heute ein bisschen im Ford Mustang-Fieber. Deswegen werde ich mir jetzt hier einen schönen 2018er aufbauen. Ich habe noch zwei andere. Also sollten wir die nächsten paar Stunden haben. Keine Ahnung, also umlackiert wird er auf jeden Fall. So. Designs und Lackierung. Ich hätte gern blau. So. Ah, gibt's hier. Wieso wird der jetzt hier gerade nach? Ja, ne, keine Ahnung. Ich möchte hier schon meinen eigenen Lack. Das wäre schon geil. Oh, das. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, leider. Also das hier, ne. Das ist klar, aber das hier könnte gehen. Oh, lecker schmecker. Was gibt's hier noch? Ja, es gibt, ich könnte auch Gold machen. Aber nee, komm, goldener Ford muss so abgehoben werden. Ich kann doch Holz machen. Ich hoffe, ja. Er hat schon minimalen Spoiler. Oh, und 4 Auspuffrohre. Lecker. Lecker schmecker. Ich glaube, ich mach dann. Leute, bitte, bitte steinigt mich nicht. Ich mach den dann so. Und hier auf die Felgen. Keine Ahnung, welche. Weil es gefällt mir halt einfach mit diesem, wie heißt der da? Prisma Color Schwarz. Ja, aber auf den Felgen hätte ich dann ganz gern was Silbernes. Oh. Keine Ahnung. Also Aluminium poliert passt da irgendwie nicht so dazu. Wüsste auch nicht. Ich sehe das mit diesem Licht hier auch so gar nicht. Ja, so sieht's besser. So sehe ich das. Es ist ein bisschen zu viel Glanz für dieses Auto. Das auch. Ich könnte das machen und das. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich werde mal das da probieren. Ich kann es ja nachher auch immer wieder ändern. Schabentöne, ich töne die gerne schwarz. So, Spoiler. Ach, ich kann den auch umlackieren. Lass ich aber erstmal für aktuelles Auto mal speichern. Ich guck mal, ob ich dann so noch einen Spoiler dran mache. Eventuell kann man dann den ja auch sogar ein Bodykit dran machen. So. Bin ich ganz kaum. Aber ja. So. Ach, ja, der Multiplayer wurde geändert. Und der Motorsound auch. Aber ich habe heute noch an einiges mehr geplant. Aber so mit den weißen Felgen ist eigentlich. Nee, sorry, das kann ich so nicht machen. Ich möchte bitte blau. Also es sieht nett aus, aber passt absolut nicht zu den Felgen. Grün brauche ich an sich auch nicht. Wirklich. Und was das hier soll, keine Ahnung.
So, aber ich habe heute vieles geplant. Ja. Genau so möchte ich mein Auto haben. Bald. Aber so in Silber ist es eigentlich auch kack. Also das kannst du. Nee. Oh, oder in so einem Kupfer. Ja. Oder Messing. Ja, nee. Ich mach. Gibt's da noch anderes? Nee. Es gibt noch Zink, aber das sieht halt auch wieder kacke aus. Nee, dann bleibe ich hier. Ja, dann mache ich das und die Felgen dann einmal schwarz, bitte. Ja, in so schwarzem Carbon, Sekunde mal. Kann ich töten? Ja. Ändert sich zwar jetzt nicht viel, aber Leute, das ist ein Carbonfelgen. So, Schaden bleibt getönt für aktuelles Auto. Ja. Ich mach den heute mal so. Ich probier mal aus, wie das aussieht. Ich probier mal, wie das aussieht. Bitte nicht steinigen. So, dann. Nee. Upgrades und Tuning. Individuelles Upgrade. So, kann ich da was ändern? Spoiler. Das könnte man machen. Und gar kein. Nee. Da mache ich erstmal das hier. Ja, nee, brauche ich nicht. So. Gibt's ein Bodykit an diesem Auto? Nein, die Felgen kann man auch so lassen. Na, aber jetzt fortsetzen. Keine Ahnung, gibt irgendwas mehr. Ja, komm, da baller ich halt mal ein bisschen Geld weg, Leute. Hat noch nie jemandem geschadet. Denke ich einfach mal. So. Ja, Lüfter brauche ich nicht. Braucht niemand. Da ändert sich mal wieder gar nichts. Da. Nee, dann. Dann belasse ich es erstmal hierbei. Oh, kann man machen. Kann man machen. So, und dann wollte ich mit diesem Top Gear-Ding anfangen. Bodykit voll. Nee. Für dieses Auto keine Bodykit. Okay. Schade. Eigentlich. Ist ein schönes Auto. Aber wenn Portemonnaie. Ja. Aber in dem Kupfer geht der eigentlich. Wir haben gerade Winter, also. Sagen wir so, es geht. Man kann es machen, man muss es aber nicht. Ich habe mir übrigens ein neues Haus gekauft. Ich wohne jetzt nicht mehr hier unten. Nicht mehr da, sondern jetzt hier oben. Und da habe ich, also durch Häuser, bekommt man dann auch irgendwie Super Wheels drin. Das heißt, ich werde mir noch mal irgendwann ein günstiges zulegen. Was kostet das da unten? 500.000. Das da, ich brauche irgendein günstiges, bei dem ich. Ja, dann mache ich erst das Top Gear Event und fahre dann anschließend zum Haus und guck mal, ob es da In auch. 400 Metern links abbiegen. Ja, bei den meisten gab es auch bei einigen Häusern. Und dann ganz am Ende irgendwann hole ich mir das für 15 Minuten. Links abbiegen. Ja, aber das ist auch so. Der hier lässt sich eigentlich. Hat zwar jetzt noch nicht die letzte Beschleunigung. Aber gut, der wirft sich halt ein bisschen. Meine Güte, was erwartet. Und so einem Auto eigentlich. Aber der hier fährt sich schon überraschend. Klar, ich weiß, jetzt kommen wieder die Leute. Aber es gibt Autos, die sich besser fahren lassen. Das ist mir auch klar, aber ich will halt sofort losfahren.
Guck mal, der nimmt die Kurven ganz eben. Überhaupt kein Problem. Und ich habe zwei Steuerpunkte, die ich allerdings heute nicht mache. Ich möchte mich nicht so machen. So. Aber so mit dem Kupfer an sich, finde ich, geht da ein. Also, man kann es machen, zwingt jetzt niemanden dazu. Aber er war halt in der Standardfarbe rot und das wollte ich dann. Du hast dein Ziel erreicht. Das wollte ich dann doch irgendwie dann auch nicht haben. Weil ich bin nicht unbedingt der Fan von Rot. Orange geht noch vollkommen, aber Rot ist irgendwie dann nicht. Von daher habe ich es mal geändert. Wenn ihr rot mögt, könnt ihr es gerne lassen. Ich zwinge niemanden dazu, die Farbe zu ändern. Ich weiß, ich hätte auch mal einen blauen Ford Mustang nehmen können. Ja, ich bin aber jetzt mit dem gefahren. Tja. Ja, oh, Katze. Top hier. Tonight. The Stig drives some very fast farm equipment. I hail a taxi, and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favorite around here. Oh, Englisch. I'm Chris Harris. This is the Top Gear Horizon Special. Ah yes, the Stig, our very own UFO, unidentified fast object, the world's least obedient racing driver. Right then, the Lotus Elise, a 90s classic based on the age-old Roadster recipe. Two seats, engine in the middle, rear-wheel drive. Not an ounce of fat. This is what driving is all about. Yes, that's it, the honorable art of drifting. Für 3 Sterne 1 Minute 40, dann hätte ich wahrscheinlich über 1 Sterne. Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch nichts. But this isn't just any Elise, it's a Sport 190, a tuned-up, stripped-out Elise for track days. Even the passenger seat is an optional extra. But who needs friends anyway? Ja, jetzt friends are expensive aber and heavy. Ja, aber in 1 Minute. Okay, kein Drift-Auto. You've got it. The trick with drifting is to not actually spin, but to almost spin for as long as possible. It weighs well under 700 kilos and makes 190 horsepower from its 1.8-liter engine, which drifts to 8,000 RPM. Just listen to that. Okay, aber schön, dass man hier noch ein bisschen mit die Autos reingekommen ist. Ja, aber come on. 1,40. Geschafft. So ein Depp. Also ich bitte euch. Ich bin noch 3 Kilometer und ich bin fast drüber. Ja, nee, verpasst. Of course, because it's the Lotus, it sticks to the famous philosophy of the man who founded the company, Colin Chapman. Simplify, then add lightness, he said. The Sport 190 also adds a full roll cage, just in case. All right, it's not the fastest way around a corner, but it's definitely the most entertaining. Good quality engine. Ah, jetzt fahren wir hier durch die Test. So. Ah, und da. Aber in drei Minuten ist es ab. Aber in 1,40. Made it! Was there ever any doubt? The Series 1 Elise is, after all, one of the best handling cars ever made. The Sport 190 is its hardcore cousin, a road-going racer you can drive to work and across fields, it turns out. But if it's true agricultural transport you're after, we have just the thing. Dieses Outfit hätte ich gern. Ich weiß, man bekommt es, wenn man Level 6 erreicht hat. 10.000?
alles klar, okay. Was? Das war kein Level Up. Heute Abend. Ich schließe das erste Kapitel von Forza Horizon Special ab. Ah! Hab eine Errungenschaft bekommen. Sehr schön. Absoluter Traum. So, und dann gucke ich jetzt mal schnell nach diesem Auto. Nicht nach dem Auto. Auto habe ich. Nach dem Haus davon. Nein, ich kenne diese Map noch nicht auswendig. Ja, aber an sich ist, also der Ford Mustang hier, der fährt. Schade, dass man an dem jetzt nicht so viel ändern kann, aber ich weiß ganz genau, wo da hinten irgendwo dann Ford Mustang steht, bei dem man auch noch Motorhaube rechts abbiegen. Vielleicht gucke ich am Ende der Folge noch mal. Bei mir schwebt da noch zu einer Ford, den ich jetzt. Ich hätte auch nicht unbedingt schlecht gedürft. In 200 Metern rechts abbiegen. Jo, in 200 Metern. Ja. Rechts abbiegen. Der Blitzer hier. Ich ignoriere diesen Blitzer einfach jedes Mal. Links abbiegen. Aber wirklich jedes einzelne Mal. In 400 Metern rechts abbiegen. So, ich hoffe, vielleicht was fährst du hier. Rechts abbiegen. Seht mir auch nach einem Fotos. Oh, Wheels bin. Ah, in der Herr damit. Achtung, ich bekomme wieder was für meinen Kleiderschrank, welcher für ewig geschlossen bleibt. Oh, nö. Nissan. Denk jetzt auf Lobby Need for Speed Heat. Nachrichtenzentrale, super. Habe ich Fähigkeitenpunkte? Ja, ach du Kacke, ist da wohl gar nichts. Dann lass ich. Ja, aber Terror Black fährt ja auch Ford Mustang. Gut, so ich bin Ford Mustang. Ja. In 100 Metern links abbiegen. Das fährt ja aber. So, und zwar, wenn man sich die Häuser kauft, kommt man. Haus ansehen einmal. Ich bin gerade gar nicht durch den Vorgarten gefahren. Nee, ich weiß nicht, was ihr habt. Kingfisher Cottage. Malerischer wird's nicht mehr, Freundchen. Das hier steht unter Denkmalschutz. Also bitte mich nicht um eine Satellitenschüssel oder ein Basketballfeld. Du, nee, für einen stinknormalen Wheelspin brauche ich das nicht. Ist ja dann auch. Also, da dreht gerade eine Fernsehproduktionsfirma eine Dokumentation namens British Racing Green, in der es um die Autokultur in Großbritannien geht. Beck wird mitspielen, aber sie brauchen noch einen zweiten Fahrer. Und ich finde, nachdem du dir hier einen Namen gemacht hast, bist du der perfekte Co-Star. Was meinst du? Nö. Ich hab Besseres zu tun. Moment, was bekommt man dafür? Ah, das steht da nicht, ne? Ja, Kapitel sind es auch noch. Ich möchte Top Gear. Achso, da ist dann Kapitel fortsetzen. Ah ja. Links abbiegen. In 400 Metern rechts. Ja, dann fahre ich da schnell wieder hin. Ist da vorne nicht auch noch eine Brücke? Nee. Doch, das hier, ey. Rechts abbiegen. An sich ist es eine schöne Map und so, aber dieser Fluss mit links diesen abbiegen. Zwei Brücken, wo man durchfahren kann. So. Links abbiegen. Ja, aber hier auch noch ein Fluss-Tank. In 200 Metern links abbiegen. Also Fluss-Tank ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch, denke ich mal, in Ordnung. Die sollen auch eigentlich gar nicht mal so teuer sein. Hab da noch keine Ahnung. Ich hätte mich damit noch nicht gehört. So, noch eine. Ja, dann geht doch was. Der lässt sich
voll in Ordnung fahren. So, fortfahren. Ah, ja, okay, dann möchte ich hier einmal das nächste Kapitel. Boah, vielleicht mache ich nachher noch ein paar Schuhe. Oh, a BMW 1M. Great car. Hang on, that's my BMW 1M. Ah. Ich nehme den. Not funny. Who gave Stig the keys? Ach, ohne Schadenslimit, okay. Ach, Herr Anstatt, da bitte einmal kurz. Seriously, not funny. Who gave Stig the keys? Ah, die habe ich mir selbst gegeben. Sag mal, Radio ist hier, ich hab doch Radio ausgemacht. Mein YouTube, bitte. Wieso speichert? I literally just cleaned it. Now it's gonna smell of onions. Odor Stig. Does 0 to 60 in 4.8 seconds, my 1M. Stig's way beyond that now. In 200 Metern keine. Links abbiegen. Nee, egal, ob danach Zwiebel wie. Links abbiegen. Es hat gerne Zwiebeltipps, okay. Jo. That's the last time we leave Stig unattended. Am I the only one who remembers Budapest? Nö. Well, this isn't stressful to watch. Not at all. Ah, das Auto lässt sich aber laut. Look at the smoke! Please leave me some tread for the drive home, Stiggy. Seriously, come on. Jo. Entschuldigung, aber ja. It's electronically restrained to 155 miles an hour, but it could definitely go quicker. Ja, das ist mir egal. Ich soll nicht überschreiten. 400 Meter links abbiegen. Okay, ich kann allerdings noch schon machen. Das stand da von mir. Also. Links abbiegen. Ja, hoppala. Jetzt wird ja aber ordentlich. Ist ja jetzt. Ah, da kommt aber noch ein Kreis. Aber nach dem Kreisverkehr darf es nicht. Ja, wahrscheinlich gibt es dann die drei Sterne nur, weil man überhaupt gar keinen Schaden bekommt. Aber zurück, okay. Hätte zurückspulen sollen. Aber in 4 Minuten klingt das noch machbar. Wahrscheinlich schaffe ich jetzt allerdings die Sonne nicht bei Stern. One of the best BMWs ever made this. Born to be driven by me. Got to admit though, Stig does kind of suit it. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Oh, BMW ist sehr schön. Bremsen hat das Teil auf jeden Fall. So. Und in der nächsten Folge werde ich dann, mich dann wahrscheinlich um diese Show rennen. So, jetzt wird hier durchgefallen. Bitte, ich möchte hier einmal durchfallen. Keine Scheiße. Almost there now. Oh, what a shame. I was really getting into that. Just park it up now, Stig, and mind the curbs. In 200 Metern rechts ab. Wer? Also. Hoppala. Hier parkt. Also. Dann bin ich schon mal wieder da. Now. Anyone else want to go? No? Don't say I didn't ask.
Ja, ein Auto ist jetzt nicht mehr ganz so schön wie vorher. Kann ja mal passieren. Right. Back to the actual script now, if you don't mind. This is Top Gear's Traktor. It's a tractor, obviously, but with a 5.7-liter Chevy V8 making 500 horsepower. And here comes the Stig again. Farm Stig. Born in a barn, they say, weaned by pigs, can plow a field in under 6 seconds. Yeah, I'm a hat on it. There's a speed camera on the M68. Rumor has it, it only flashes above 87.2 miles an hour. Our Traktor has been officially clocked at 87.2 miles an hour, making it the world's fastest tractor. Achtung vor dem Blitz, da ist eine Kurve. Ah, nö. Ah, das ist das, wo es gerade ausgeht. Okay, das ist das. Bei dir. Ganz souverän. Ganz frei. Verkehr ist dann halt natürlich. So, einmal hier Platz machen. Aber ich denke schon auch, ich bin nicht unternehmen. Wenn so ein Ding auf dich zurollt, dann geh aus deinem Auto, das darf ich nicht überlegen. Steady on, Stig. Those are 54-inch mud tires, remember? They get a bit squishy through the corners. Nobody needs to get the harvest in that quickly. Ein Stern brauche ich. Ich rechne mal damit, dass ich irgendwie 200 Kontakt habe. Right, here comes the speed camera. Hope they put some film in it. Wow! Have you ever seen anything like it? That's a new tractor speed record and some impressively fast farming. If you want to spread slurry in a hurry, you know what you need. Now though, it's time to hail a ride in something completely different. Oder bekommt man hier doch ganz schon ordentlich. Ja. Her mit dem Einfluss. Bei der Top. Heute bei Top Gear. Ja, jo, jo, nett, nett. Interessant. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Aber Leute, warte mal, ich zeige euch, warum ich das hier mache. Da, man kann auf Stufe 6, also erstmal kann man hier auch den Traktor bekommen. und dann kann man hier auf Stufe 6 noch den Stick-Anzug bekommen. Dann feiere ich. Richtig. So. Aber Leute, ich hoffe, dass euch diese Folge Forza Horizon 4 gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich versuche jetzt einzuparken. So. Servus. Na? Alles klar bei euch? Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge Forza Horizon 4 gefallen hat. Und man sieht sich wie immer in der nächsten Folge. Ah, stimmt, ich wollte noch nach einem. 11. 11. Okay. Ich hab doch gesagt, ich guck noch, ob ich günstig den anderen Ford Mustang bekommen kann. Die Folge wird wieder zu lang, ich weiß es, aber ich bin jetzt sofort zu schneiden. Ja, Mann. Ja, aber an sich. Er hat schon was gegen lange Folgen, ja, wahrscheinlich. So. Fort. Mustang 13, irgendwas. Ja. Der da war's, glaube ich.
App. Ford Shelby GT 500 war noch der, den ich habe. Ich sehe, man kann da den Motorraum verändern. Interessant in Gold. Und den auch mit diesen Farben, ja, aber Startgebot 100.000. Klopp. An sich, aber das ist wieder Start. Gibt zwar eine 200.000. Warum sind die alle so teuer? Weiter runter ich gehe, desto teurer wird es. Okay. Das Startgebot 12.000, ja. Keine Ahnung, so im Blau gefällt er mir eigentlich schon ganz gut. Und dann noch die Felgen weiß machen. Dann wäre es geil. So. Ja, nicht so im Dunkelblau mag ich. Ich weiß, ich kann ja die Felgen dann selber nochmal lackieren. So. Okay, das wird mir dann zu lange. Ja, ich nehme einfach. Oval. Das ist kaum so ganz so lang, ja. Aha, die anderen, die nicht. Also, das ist jetzt wahrscheinlich noch ein Originaler. Hier. Ja. Na komm, dann nehme ich den da. Bitte. Bitte hier einmal mitbieten. Boot wird platziert. So. Also das ist ein absolutes cooles Auto. So ein ähnliches gibt es auch in Need for Speed Underground 2. Werde ich mir natürlich zu Ende noch holen. Spoiler-Alarm. Aber nur dann. Damit hoffe ich, dass euch diese Folge Forza Horizon gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Und damit sieht man sich in der nächsten Folge. Haut rein, ciao, Leute!